Wahnsinn. Ein super Erfolg. Gratulation. Annika Beck, die 20-jährige junge Deutsche, gewinnt zum ersten Mal ein WTA-Turnier. Im letzten Jahr stand sie im Finale und die Art und Weise, 6-2, 6-1, das war eine Demonstration, wie man mit einer Mischung aus Geduld, aber auch dann aus aggressivem Spiel, aus Selbstvertrauen, aus Beinarbeit und Überzeugung einen solchen Titel holen kann. 280 Weltranglistenpunkte und 34.677 Euro sind die netten Nebengeräusche. Aber was war denn das bitte für ein Turnier? Na, da kommen jetzt auch die Emotionen. Sie hat nicht einen Satz verloren. And the winner of the WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2014 is Annika Beck. Tja, Freund ist hier. Mentalcoach, wie gesagt, war bis gestern da auch noch mal gut zugeredet. Also dieses Gesamtpaket und der Robert Orlik hat immer gesagt, wir machen jetzt Teambesprechung, wenn es darum ging. Es ist ein großer Moment. Siegerin von Luxemburg beim WTA-Turnier 2014, Annika Beck. Und sie ist übrigens so, wie sie hier aussieht. Das ist eine so sympathische junge Sportlerin. Das ist ihr zu gönnen. Und ich glaube, jeder kennt ihr das, der sie ein bisschen kennt. Ja, 280, wie das hier heißt. Also 280 Weltranglistenpunkte. Auch das ist nicht schlecht. Da hat sie sich jetzt auch 80 Punkte mehr geholt als im letzten Jahr. Die fallen ja dann raus. Und 34.677 Euro. Carlo Thiel, Präsident vom Komitee der Direktion von aber das BGL ist noch nicht alles. Trophy, BGL, BNP, die Trophäe gibt es. Das ist doch das Wichtige. Die werden im Auto jetzt noch heute nach Hause fahren. Da wird es den Ehrenplatz bekommen. Und dann geht es ja auch schon nach Poitiers. Ein 100.000er-Turnier. Da spielt Baczynski, eine Vögele, Schmidlova. Julia Görges hat gemeldet. Carina Witthöft. Da geht es also weiter. Sie ist die verdiente Siegerin. Auch das muss man ganz klar sagen. Sie war die beste Spielerin bei diesem Turnier. Das war nicht Glück, irgendwie mal ein Netzroller bei Matchball und so. Nee, die hat sich zu Beginn immer zurückgefightet, sehr starke Szenen gehabt. Gleich zu Beginn gegen Baczynski, auch gegen Vinci. Da hat sie so ein bisschen den Fluch bezwungen. Da hat sie zuvor immer gesagt, Mensch, ich habe noch nie mehr als zwei Spiele in einem Satz gewonnen. Alles vorbei. Sie hat es verdient. Also Poitiers spielt sie noch, dann geht es eine Woche nach Hause, ein bisschen trainieren. Limoges dann noch im November. Auch da, gutes Feld. Ein paar Worte in Englisch. Du hast auch ein tolles Turnier gespielt, Barbora, sagt sie. Alles Gute auch für dich. 8 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Sponsoren, alle, die damit geholfen haben, auch da der Dank. Thanks of course to Caroline and to Danielle for inviting me this year again. I had such a great time here and I enjoyed really every moment. Thank you. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie hat es wirklich genossen. Ich habe es ja gesagt, sie fühlt sich hier so wohl. Das geht mit den Fahrern los, mit den Betreuern, mit den Helfern, mit den Physiotherapeuten. Das ist ein rundum Wohlfühl. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Ballkindern, Linienrichtern, Schiedsrichtern bedanken. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Dann natürlich ein großes Dankeschön an meinen Coach, an mein ganzes Team. Ihr macht so eine tolle Arbeit. Und ja, ich verdanke dir meinen ersten Titel und ja, ich widme ihn dir. Danke. Puh, da kriege ich Gänsehaut. Herr Orlik auch, sicher. Dann natürlich an das ganze Publikum, was jeden Tag gekommen ist, um mich zu unterstützen. Ihr macht jeden Moment für mich sehr, sehr besonders hier und vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich schaue natürlich jetzt voraus auf nächstes Jahr und möchte natürlich meinen Titel verteidigen. Und ja, ich freue mich auf euch. Danke. Die ist nicht nur gut im Tennis hier, gerade in dieser Woche gewesen. Das hat sie auch super gemacht.
So, und jetzt sehen wir nochmal das Bild mit zwei Siegerinnen, von denen eine heute die bessere, die geduldigere, auch die bessere Tennisspielerin war. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die 20-jährige Annika Beck, die sich diesen Titel holt. Und da sicherlich dann auch jetzt noch mit Selbstvertrauen zu den durchaus gut besetzten Turnieren dann eben noch nach Frankreich reist, auch in Limoges eine gute Besetzung. Niculescu ist da, Garcia, Schiavone, Cornet, Tamira Paschek spielt, Karina Wittöft und viele andere. Ja, die letzten Busse fahren also nach 8 Uhr. Das war auch unser letzter Bus. Vielen Dank für Ihr Interesse und Glückwunsch, Annika Beck. Super gemacht. Ce sera nouveau le rendez-vous ici.